Ja, moin moin. Heute mal wieder ein Filmchen, aber auch mit Worten. Ne? Auch wenn der Vorspann das nicht so vermuten ließ. Bin etwas außer Puste. Bin auch ein Stückchen gelaufen. Ja, wie ihr seht, hinter mir oder um mich drum zu, schönes kleines Birkenwäldchen oder so eine Birkenschonung mitten zwischen den Buchen. Ja, hier bin ich vor 25, 30 Jahren das letzte Mal gewesen. Ich dachte, ach, gehst mal hier hoch, guckst du mal. Also damals war das ein richtig geiler Ort, wo ein Sommertag hingegangen ist. Hier war alles voll, ja, erstmal waren die Birken, die waren ja alle ganz klein hier. Und der ganze Boden war voll mit Walderdbeeren. Das war ein Paradies. Man hat es hier hochgegangen, hat sich hier hingesetzt und einfach nur gegessen. Ja. Alle Mann schön die Walderdbeeren genossen. Das waren so ganz kleine Dinger, die waren noch kleiner als meine Fingerspitze hier vom kleinen Finger. Aber die waren richtig lecker, richtig saftig. Ja, aber das soll jetzt eigentlich nicht Thema des Films sein, sondern, ja, wie ihr eben schon gesehen habt, habe ich die Schweizer Gamaschen habe ich mir gekauft und auch hier den Rucksack Modell 90 aus Lederrohl. Ja, und jetzt wollte ich euch die beiden Sachen mal vorstellen. Einmal die Gamaschen, habt ihr eben schon gesehen, die habe ich angezogen, sprich unten. Ich ziehe mal jetzt einen aus, dann könnt ihr das alles besser sehen. Die gab es für, ich weiß gar nicht, 15 Euro, 14,90, irgendwie sowas. Bei einem bekannten Ausrüster. Ich glaube, die haben auch andere im Programm. Den, ich meine, der ist in Hildesheim. Da bestelle ich öfters mal was. Wie gesagt, die Gamaschen, Schweizer Armee, die waren neu, wo die kamen. Jetzt sind sie schon dreckig vom ersten Einsatz. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Das ist so eine Art Wollfilz, würde ich sagen. Und das ist außen irgendwie behandelt. Auf jeden Fall waren die jetzt auch schön am Bein, schön muckelig. Und hier kann man den Hersteller sehen. Mai 93, 40 Grad waschbar. Ja, unten ist so ein Lederrohlbesatz. Der hat vorne so eine Metallöse. Hier, damit man das in den Stiefel bzw. Schnürsenkel einhaken kann vorne, dass das nicht verrutscht. Geschlossen wird das Ganze unten. Und jetzt habe ich schon den ersten Dreck an den Finger, weil das nämlich unten an dem Riemen dran hing. Naja, egal. Wofür ist die Buchse da? Ne? Unten ist so ein Riemen, dass man das nach unten hin festmachen kann. Geschlossen wird das Ganze über einen ordentlichen Reißverschluss. Ein Riri-Reißverschluss. Den gleichen Reißverschluss habe ich auch an dem Schlafsack von den Schweizern. Da ist genau das gleiche verarbeitet. Ja, oben noch eine dicke Kordel, damit man das schön oben Oberschenkel, unten am Unterschenkel schön unterhalb vom Knie schön stramm ziehen kann, damit das schön dicht sitzt. Aber ich muss sagen, die Dinger sind echt top, ne? Für den Preis. Super Qualität. Was will man noch anderes von den Schweizern erwarten? Also echt top. Genial, das Zeug. Hier vorne, hier ist so ein Gummiband eingenäht. Und hier auch. Also der liegt richtig schön satt am Stiefel. Beziehungsweise an der Hose nachher an. Also das ist echt super. Kann ich jedem nur empfehlen. Also mir gefallen die echt gut. Ja, so viel zu den Gamaschen. So, und jetzt haben wir noch den Rucksack. Ich muss nur die Kamera ein bisschen weiter wegstellen, damit ihr das besser sehen könnt. Ich hoffe, ihr hört mich auch vernünftig. Es ist windstill. Ja, sollte eigentlich wo gehen. Ne? Dann stellen wir die Kamera noch ein bisschen zurück. Und dann gucken wir mal. So. So sollte es wohl gehen. So. Ja, der Rucksack. Hier ist er. Mir kam er etwas komisch vor von der Form her, weil der so länglich gezogen ist. Völlig ungewohnt. Eigentlich sind die Rucksäcke mehr nach oben, so von der Länge und schmaler. Ja, und der ist halt breit und kurz, so von der Bauform her. Ja. Von der Seite, das ist die Seite, die nach außen hin zeigt, haben wir hier einmal so ein Netz. Da wurde der Gefechtshelm einfach nur mit befestigt. Da kann man auch andere Sachen hinterstopfen. Schlafsack, Isomatte, keine Ahnung, Zelt oder wie auch immer. Was mich so ein bisschen stört, wenn man jetzt das Hauptfach aufhaben will, musst du das Teil immer aufmachen. Es sei denn, man spannt den nach hinten, aber das passt auch nicht so wirklich von den Dimensionen. Ich zeige das mal.
man den jetzt hier durchfädelt, durch den Tragegriff, nach unten hin, brauchen wir die Schnalle hier. Wenn die Schnalle jetzt länger machen, hat man dann immer die andere Schnalle direkt hier auf diesem Rückenpolster liegen. Aber da kommen wir gleich zu dem Rückenpolster. Also das ist nicht so schön. Also das mit dem Netz, einerseits schön, wenn man irgendwas transportieren will. Aber wenn man an die Haupttasche ran will, nicht so toll. Ja, seitlich sind hier auch noch solche Spanner, dass man das alles schön zusammenschnüren kann, was drin ist. Ja, so, dann machen wir den mal auf. Deckelfach. Geht schön rüber. So, dann sehen wir, dass hier oben einmal einer quer vorüber geht und einmal hier nochmal zum Schließen. Also das Ding lässt sich richtig gut zuziehen. So, und was auch schön ist, ich mache mal erstmal hier auf. Das ganze Ding ist aus Lederrohl. Und das ganze Gewebe, in Anführungsstrichen, das ist ein gummiertes Gewebe, ist wasserdicht. So, hier oben sieht man, dass der sich so weit einrollen lässt. Das ist etwas dünneres Lederrohl. Ja, erstmal hier los, vernünftig, mit dem Kordelstopper. Und dieses dünnere Zeug, könnt ihr das sehen, das sieht ein bisschen anders aus als jetzt dieses Gewebe hier. Das ist auch dicker und dieses dünner. Und dieses dünnere Material, das ist genau das gleiche wie die Schlafsackhülle von dem Schweizer Moomin Schlafsack. So, man sieht, sehr groß, kann man schön zusammenziehen hier oben. So, dann kann man das klasse zusammenrollen und das Ganze einmal so und so verschließen. Also echt genial. Also ich finde das Ding toll. Innen drin haben wir jetzt nur ein Fach. Ein großes geräumiges Fach. Das ist jetzt auch voll. Ich habe da alle möglichen Sachen drin. Packe ich jetzt auch nicht weiter aus. Auf jeden Fall kann man auch sehen, dass hier innen drin sind noch so Versteifungen reingesetzt aus Blech. Hier, dass der Rucksack schön seine Form behält. Einmal rechts, einmal links. Auf der anderen Seite genau das gleiche, kann man hier das sehen. Ja, da sieht man es. Da ist der zweite Druckknopf. Mach den auch mal auf. So, und dann ist hier so ein Blechstreifen, so ein lackierter in Oliv, ist hier eingeschoben zur Verstärkung. Ja, hier innen drin sieht man, dass das Gewebe, hier innen drin ist das genau das gleiche wie hier oben an den Seiten. Also das ist nicht dieses dünne Lederrohr, sondern dieses dicke Zeug. Ja, und dann haben wir noch die Außentaschen. Ich mache den mal erstmal zu. Einmal, zweimal, so, Deckel rüber. Zum Deckel ist noch zu sagen, hier vorne sind so schöne Schlaufen dran. 1, 2, 3, 4, 5. Eine große. Und unten sind 1, 2, 3 Schlaufen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Ball mitnehmen möchte oder irgendwas anderes, lässt sich dann hier oben super durchstecken. Auch durch die kleinen Ösen hier. Und hier unten. Und ist dann super fixiert zum Tragen. Ja, die Seitenfächer. So, jetzt kann man sehen. Ein Seitenfach. Die sind beide identisch, auch aus diesem dicken Lederrohlmaterial. Hier so eine Schnalle, drüber stecken, verriegeln. Also lässt sich einfach öffnen. Das schließt auch gut drüber ab, alles hier seitlich. Sieht man, das steht alles schön über. Ist also auch vor Regen geschützt. So, aber hier unten drin ist, wenn mal Wasser reinkommen sollte, ist hier unten noch ein Loch drin. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ich fühle es auf jeden Fall jetzt hier unten. Da ist ein Loch drin, dass, wenn was reinkommt, es auch ablaufen kann. Unten in dem großen Teil des Rucksacks nicht. Das ist wirklich komplett dicht. Aber bei den kleinen Außentaschen ist so ein Loch dran. Hier kann man nochmal den Seitenspanner sehen, hier zum enger schnüren. So, von der Größe her, ich habe jetzt hier die Flasche drin, die Nalgene-Flasche. Das Ding ist aber, mit dem Canteen-Cup, der passt da nicht mit rein. Dafür ist die Tasche leider zu schmal. Ist ein kleiner Nachteil, ich habe den jetzt hier vorne reingepackt. Wie gesagt, passt nur die Flasche rein. Ich glaube, die Schweizer schwarze Trinkflasche mit dem Becher, die ist etwas schmaler und etwas länglicher. Also die sollte reinpassen. Aber die hier passt genau rein, halt wie gesagt, ohne den Kantinenkarten. Ja, Tragegestell, kommen wir auch mal zu. Ich hatte schon mit dem Michael sei gegrüßt, schon mal letzte Zeit kommuniziert, zwecks dieses Rucksacks. Er hat ihn auch. Bei ihm haben die wohl so ein Tragegestell von der Bundeswehr angenäht, an die Ösen. War wohl kacke. So.
Und ich habe mir meinen bestellt und bei meinem war ein ganz anderes Dreiergestell dran. Könnt ihr das sehen? Ist auch so ein, wie so ein Y-Riemen. Hier mit solchen Karabinern. Oder wie man die auch nennen mag. Jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, wie ging der auf. Genau, den musste man so rüberschieben. So, ich zeige euch das mal genau. Ich mache den erstmal ab. Dann gucken wir uns das mal an. Das wird hier oben einfach nur in diese D-Ringe eingehakt. Hier ist auch dieser Tragegriff dran. Der Tragegriff ist eigentlich ganz gut. So, und mit dem Tragegestell, das ist auch ganz nett. Hier unten haben sie komischerweise Metallösen dran gemacht für den Rucksack. Oder das sieht aus, als wenn das nachträglich angenäht worden ist. Weil ich tippe mal, original wurde das an so einem Tragegestell befestigt. Da waren wahrscheinlich hier nur diese Fastex-Verschlüsse für, um das festzumachen. Und oben wurde das einfach nur eingehakt. Also das sieht ja aus, als wenn das nachträglich mal dran genäht worden ist. Ist auch hier, diese Dinger sind aus Metall, also Alu, würde ich sagen. Diese Ösen hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, kann man wohl sehen. So, dann machen wir hier mal los und dann gucken wir uns das mal an mit dem Tragegestell. Hier können wir noch gucken, da steht drauf, Lieferant, Jahreszahl, Mai. Was steht da noch drauf? Ich kann es auf dem Kopf nicht lesen. Deckenried 94. Das Ding ist auch waschbar bei 40 Grad. So, gucken wir uns das nochmal an. Könnt ihr euch den Stempel angucken? So, kann man gut sehen. Ne? Hier sieht man oben auch diese Kunststoffringe zum Befestigen. Und unten sind wohl für das Tragegestell nachträglich solche aus Aluminium angebracht worden. So, jetzt kommen wir mal zu dem Tragegestell selber. Das ist das Teil. Das ist wohl irgendwie, keine Ahnung, von welcher Armee das ist. So, hier sieht man die Verschlüsse. Die werden einfach so aufgemacht und so verschlossen. So hängt das dann am Rucksack dran. Die beiden Sachen. Und jetzt hängt es hier unten in der Dorne fest, der Verschluss. So, jetzt ist er los. So. Hier kann man den einstellen von der Länge. Und das ist dann unten. Genau der gleiche Verschluss wie oben auch. Der klemmt dann hier oben einfach nur so zwischen. Mehr ist das nicht. Da sind so zwei Nasen. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man das sehen? So, und da schnickst der dann so rein. Ja. Ich muss sagen, das Ding ist auch hier gepolstert so ein bisschen. Der lässt sich ganz angenehm tragen. Ja, so viel dazu. Fängt ja schon wieder hier in der Dorne fest. Oh. Ja. Ja, so viel zu den beiden Ausrüstungsgegenständen der Schweizer Armee. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug hier in den kleinen Birkenwald gefallen. Und die Vorstellung von dem Rucksack und von den Gamaschen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Gern auch ein Abo da lassen. Freue mich drüber. Ist ja Wahnsinn, wie das in letzter Zeit nach oben gegangen ist. Echt bockstark. Also, in diesem Sinne, ich melde mich ab. Macht's gut. Ciao.